Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Kinderfaschingstreiben am Wochenende in Bruck an der Mur. Kinderfasching in Kindberg brachte viel Spaß. Und Rosenmontag in Brucker Lokalen mit viel Musik. In Zeiten wie diesen ist so manchem die Lust am Faschingfeiern vergangen. Gott sei Dank haben die Kinder noch ihren Humor behalten und in einem bunten Treiben den Besuchern nahegebracht, was sie unter einem Faschingsfest verstehen. Der Marcel, lieber Marcel, was bist du heute? Also ich gehe als nix. Du gehst als nix, ist auch sehr kreativ. Okay, wen haben wir da? Den Peri. Peri, was bist du heute hier am Eis? Soldat. Ein Soldat, ein Eissoldat. Und die Ronja, liebe Ronja, was bist du? Prinzessin Sophia. Die Prinzessin Sophia von den Eisprinzessinnen. Und Puderbär, wie heißt du? Winnie Pooh. Ich bin der Leon und ja. Der Leon. Gut, dann haben wir wen? Die Katharina. Die liebe Katharina ist heute verkleidet als? Tiger. Gerade regionale und lokale Faschingsfeste sind, was die Sicherheit anbelangt, am wenigsten vom Terror betroffen. Und wie heißt es so schön? Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Besucher sowie Akteure sorgten für gute Stimmung und Freude am Feiern. Wie wir sehen, wir haben tolles Wetter, es strahlt die Sonne vom Himmel. Es gibt ganz viele Masken, die hier heute am Eis unterwegs sind. Und ganz, ganz toll, es gibt für jedes Kind einen Gratiskrapfen. Ein großes Dankeschön auch an die Veranstalter. Es ist ein tolles Programm mit Spielen, mit Tanzen, mit Musik, mit einer Schminkstation. Und der Spielebus vom Spielmobil der Kinderfreunde Steiermark ist auch dabei. Bunt bot sich den Betrachtern ein Maskenbild der besonderen Art. Grenzenlos war der Ideenreichtum der jungen Teilnehmer. Junge Dame, als was bist du verkleidet? Als Negerchen. Oh, sehr schön. Da kommt jetzt der Nico. Lieber Nico, als was bist du verkleidet? Als Vampir. Als Vampir. Bah, der schaut gefährlich aus. Und wen haben wir da? Den Bastian. Lieber Bastian, was bist du heute? Ein Gespenst. Ein Gespenst, ein furchterregendes Gespenst. So, wer bist du? Die Carina. Die Carina. Liebe Carina, als was bist du heute beim Maskeneislauf in Bruck verkleidet? Als Chinesin. Als Chinesin. Die vielen originellen Masken erzeugten Stimmung pur. Strahlendes Wetter, strahlende Laune und strahlende Gesichter bei den Zusehern zeichneten dieses Kinderfaschingsfest aus. Als Alternative zum Fest auf dem Eis wurde auch im Zelt der Stadt Bruck an der Mur Fasching in seiner ganzen Buntheit präsentiert. Ich bin als schwarzer Engel verkleidet, weil meine Mama auch verkleidet ist am Dienstag und es ist voll cool da. Also ich bin als Cowboy verkleidet, das macht mir halt Spaß und das Fest taugt mir. Ich bin als Paintballer verkleidet, weil mein Onkel Paintball spielt und das Fest ist mit Freunden richtig cool. Ich bin als Links verkleidet, weil ich mich nicht ankleiden wollte. Ich hab keinen Bock auf mich, also. Ich als Isabel und bin heute verkleidet als Ludmilla, weil mir die Ludmilla heute gefällt. Der Faschingssonntag war Treffpunkt der Kleinen im Volkshaus Kindberg. Alljährlich wird der Kinderfasching von der Kinderfreunde veranstaltet. Sabine Kaltenbrunner, Obfrau der Kinderfreunde, konnte in ihrer Begrüßung viele Kinder und Eltern begrüßen. Wir haben wieder alljährlich unseren Kindermaskenball hier im Volkshaus in Kindberg. Wir haben wieder Musik, die Sannis. Die begleiten die Kinder immer musikalisch wunderbar durch den ganzen Nachmittag. Wir haben Krapfen für die Kinder, Getränke für die Kinder, Luftballons, die mit Gas gefüllt sind, nicht nur aufgeblasene. Also unsere Kinder sind wirklich voll verpflegt diesen ganzen Nachmittag. Wir freuen uns schon sehr. Wir werden verschiedene Tänze machen, wir werden die Kinder natürlich durch den Nachmittag führen. Wir haben auch Luftballontiere, die wir kreieren und da haben wir einen Clown da. Also es ist für alles gesorgt.
Und wenn man so in den Saal blickt, dann muss man den Eltern ein Kompliment aussprechen. Wunderschöne Maskerade war zu sehen. Und so gab es auch die Möglichkeit, vor der Selfiebox zu posieren und ein Erinnerungsfoto aufnehmen zu lassen. Also wir sind mit der Selfiebox da von der Firma Buntigam und jedes Kind hat halt die Möglichkeit, sich da fotografieren zu lassen, das Foto gleich mitnehmen und ja, und das ist für jedes Kind ein Foto kostenlos. Bitte sehr, Kuvert kriegen Sie auch. Dankeschön. Das ist immer lustig. Ich habe selber zwei Töchter und wir waren immer bei diesem Kindermaskenball ein Highlight für unsere Jugend. Und die jungen Eltern, gut, das ist Volkshaus, ist wieder voll und es geht richtig rund. Der Verein, die Kinderfreunde sind da maßgeblich eigentlich schon seit Jahrzehnten in Kindberg federführend für diesen Kindermaskenball und sie gestalten das ganz lieb mit Kropfenmessen und auch alles zu vernünftigen Preisen für die Gesichter und so weiter. Also sind die Eltern auch gern da und das passt alles. Der Fasching geht mit dem heutigen Faschingsdienstag zu Ende. Auch mit meiner Stimme geht es langsam, aber sicher ans Ende. Gestern am Rosenmontag wurde in Bruck an der Mur in den verschiedensten Lokalen gefeiert. Der Brucker Bürgermeister und seine Stadträtinnen und Stadträte gaben sich als Murberaten bei den Senioren im Eduard-Schwarz-Haus die Ehre. Gemütliches Plauscherl an der Bar oder ein zünftiges Umidran. Die Senioren und Seniorinnen haben es einfach drauf. Ein paar Straßenzüge weiter haben wir die Café Ebner Hexen besucht. Fesche Mädels, die den Hexen alle Ehre machen. Und das Team um Gabi Ebner kam in der Dress der 50er Jahre. Eine Zeit des Rock'n'Roll und der schon kürzer werdenden Röcke. Petticoat war angesagt, mit viel Beinfreiheit. Und auch sonst gab es interessante Masken zu sehen. Im Wirtshaus Folger in der Leobner Straße begrüßte uns die Wirtin mit einer bunten Haarfarbe und Sister and One unterhielten die Gäste, die sogar aus Deutschland gekommen waren. Kunststück wurden doch dort viele Faschingsumzüge wegen des Sturms abgesagt. Volle Hütte gab es bei unserer letzten Station im London Pub in der Wiener Straße. Kunststück spielten doch dort die legendären Sandys und auch das Ambiente dieses Lokals ist einfach ein Traum. Etwas düstere Lichtverhältnisse laden quasi zum Kuscheln und Feiern ein. Der Fliesenwilli mit seiner Renate durfte bei den Sandys natürlich nicht fehlen und bei Musik und guter Stimmung feierten viele bis weit in die Nacht hinein. Toll, was sich in den Lokalen in Bruck an der Mur so alles tut. An einem Rosenmontag. Ab jetzt NEMA-TV auch auf Facebook. Ihr findet uns und unsere aktuellen Sendungen unter www.facebook.com/NEMA-TV. Wir warten auf eure Likes. Heute war es noch einmal mild, aber windig, bei Höchstwerten um die plus 14 Grad. In der Nacht kommt eine Schlechtwetterfront und bringt Regen und Schnee. Die Temperaturen fallen in allen Höhenlagen.